Shalom und willkommen zu Let's Play The Last Kingdom, einem Spiel von Super Mike. Mindestens seit 2007 in der Entwicklung hatte dieses Spiel schon einige Veränderungen hinter sich. Die Story hat sich verändert, sicherlich auch Grafiken und einiges mehr. Ich habe es nicht genau verfolgt, aber wenn man bereits den Thread überfliegt, merkt man, ja, da steckt wirklich eine ganze Menge Herzblut drin. Und das werden wir höchstwahrscheinlich auch sehen. Ich habe auf der NATO, das war noch der alte RPG Maker Treff, im Real Life, falls ihr den Real Life kennt, gesehen. Und es war wirklich unglaublich. Ich möchte nur ein einziges Stichwort nennen und das nennt sich Holz. Und demnach bin ich auch sehr gespannt auf eben dieses Feature, welches Holz beinhält. Und das werde ich wahrscheinlich auch jedes Mal so betonen, da es sich auf der NATO so eingebürgert hat. Dieses Spiel ist seit, bin mir nicht sicher, ob ich es bereits erwähnte, seit mindestens 2007 in der Entwicklung. Und ja, das ist schon ordentlich. Hat sich ja, wie gesagt, immer wieder was verändert. Und die größte Änderung liegt darin, dass das Spiel leider Gottes gecancelt wurde. Da Super Mike mit dem Produkt nicht mehr zufrieden ist und es jetzt aber in einem etwas kleineren Rahmen neu aufziehen möchte. Das finde ich wirklich löblich. Wirklich echt mal so. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die etwas kleinere Version. Ich freue mich bereits jetzt auf The Last Kingdom. Und ich freue mich sowieso jetzt mal ein Produkt von Super Mike spielen zu können, denn ich mag Super Mike wirklich sehr. Und das nicht nur, weil sie die Spenderin meines Wacom Bamboo Grafiktabletts ist, sondern auch die Spenderin meines Flying Fuck, wenn sich an den noch jemand erinnert. Aber auch einfach, weil Super Mike ziemlich awesome ist. Gut, dann spielen wir mal The Last Kingdom. Sie meinte, wird so ungefähr 2 Stunden gehen. Tja, vielleicht auch länger. Wir werden sehen. Soll einige Easter Eggs geben. Schauen wir uns die einfach mal an. Das Spiel. Das vorgesehene Tutorial. Ja, das schauen wir mal, ne? Komm übrigens gerade frisch aus der Dusche. Ich sitze hier noch im Bademantel. Könnte mich theoretisch ausziehen, denn Let's Player spielen ja sowieso immer nackt. Und sie ist ein großer Fan von Brian. Denn er ist ein besserer Held als Alex. Was zum... Wo bin ich denn hier gelandet? Mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Brian, hörst du mich? Ha, wer ist da? Ich bin es, die mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Was willst du von mir? Oh, mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Dies hier ist ein Tutorien. Was? Und ich werde dir als erstens zeigen, wie man das Ich geh arbeiten und kriege Geld Feature nutzt. Ja, du solltest erst einmal an deiner Grammatik arbeiten, mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Wozu soll ich noch arbeiten gehen? Sind die ständigen Kämpfe nicht schon nervig genug? Tja, ohne Fleiß kein Preis. Du weißt schon. Jedenfalls erkläre ich dir jetzt das Holzfällersystem. Das vorgesehene Holzfällersystem. Meine Nase ist etwas zu. Oh, das tut mir leid, mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Du solltest dir vielleicht die Nase putzen. Okay. Und wie funktioniert das? Pass auf. Ja. Ha, wo kommt der denn her? Egal. Schnapp dir einfach deine Axt und fälle ihn. Ich habe aber gerade keine dabei. Na dann, versuch's halt mal ohne. Merke dir aber, für gewöhnlich brauchst du eine Axt, um Bäume fällen zu können. Und die dazugehörige Fähigkeit, die du im Laufe des Spiels lernst. Wie du meinst, mysteriöse Stimme aus dem Nichts. Mein Gott, ich habe diesen Baum sowas von gefällt und erhalte Holz! Naja, ist fast wie gefällt. Auf jeden Fall ist er gefallen. Und hat anscheinend eine Hexe aus dem Osten getötet. Oh, ich glaube, ich habe jemanden mit diesem kleinen Baum erschlagen. Oh, mysteriöse Stimme aus dem Nichts, was soll ich jetzt tun? Das ist jetzt dein Problem. Ich habe meine Aufgabe jedenfalls erfüllt. Oh, verdammte Kacke. Ach, dann ist das gar kein Feature, dass ich Menschen mit Bäumen erschlagen kann. Nein. Schade. Na dann, mach's gut. Tschüss. Hey, warte. Was soll ich denn hier? Was ist das überhaupt für ein Tutorial?
Heilige Mutter Gottes, Jungfrau Maria und Gemahlin von Josef, die ein Kind in einem unwürdigen Stall gebracht. Er hat die Hexe des Südens erschlagen. Oh, so ein Glück. Ich dachte, das wäre die des Ostens. Was? Hurrika, das muss gefeiert werden. Hey, was zum... Für ein Tutorial ist das ein ziemlich komischer Ort. Oh, unheimlich. Ich glaube, ich laufe lieber dem Kerl hinterher und lasse mich feiern. Und schon können wir uns bewegen. Das war das beste Tutorial ever. Wir haben so unglaublich viel gelernt. Das können wir direkt im Spiel einsetzen. Eigentlich ist dieser Baum mein Pappaufsteller. Deshalb konnte ich ihn auch so leicht umschubsen. Das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Ganz offensichtlich. Dafür steht hier dennoch eine ganze Menge Holz. Also, wir haben anscheinend kein Menü. Noch nicht, aber wir befinden uns ja auch noch im Tutorial oder so. Aha! Runtime Package World, hier komme ich! Oder auch nicht! Hilfe, wo muss ich hin? Ich bin bereits völlig verwirrt. Hier vielleicht. Oder auch nicht so. Ich habe eine gute Idee. Zurück ins Hauptmenü, neues Spiel. Und dann werden wir das Spiel direkt beginnen. Warum musste es so weit kommen? Warum haben Sie Ihren Fehler nicht erkannt? Warum erkennen Sie ihn heute nicht? Warum betone ich alles falsch? Geblendet von der Macht des Schöpfens. Sehe ich tolle Animationen. Merken Sie denn nicht, wie Sie alles zerstören? Und dennoch. Haben Sie uns an den Rand der Zerstörung gebracht? Oh, an den Rand ist gut, wenn ich mich hier so umsehe. Wir werden untergehen. Doch es gibt einen Ausweg. Eine Möglichkeit, alles ungeschehen zu machen. Wirklich alles. Es ist, als ob uns eine zweite Chance gegeben wird. Es ist ein Wunder. Das Schicksal zu ändern. Es nie geschehen zu lassen. Ich kenne die Lösung. Ein Ausweg für all diese Fehler. Es würde alles ungeschehen. Ich kann nicht scheitern. Ich kann nicht. Gib mir einen Ruck. Halte durch. Ich kann nicht. Steh auf. Wenn du fast tot bist, steh auf.
Junge! Du bist so nah! Nein! Das war cool. Vielen Dank für eure Hilfe, Jungs. Ihr wart wirklich fleißig. Sind wir denn nun endlich fertig? Ja, mein Junge. Schön, dass ihr euch freiwillig bereit erklärt habt, mir zu helfen. Bei dem Alter wird's zunehmend anstrengender, müsst ihr wissen. Endlich. Und jetzt will ich Spaß haben. Ach, Brian. Der plötzlich eine ganz andere Grafik besitzt als noch im Tutorial. Überhaupt. Das gesamte Chipset. Alles selbst gezeichnet. Ist ja überhaupt nicht Runtime-Package. Es ist schön. Das Leben besteht nicht nur aus Spaß. Es ist auch Arbeit. Oh, verdammt, hätte ich das mal früher gewusst. Nehmen wir doch mal ein Beispiel an Gorda. Er arbeitet selbst, obwohl er genug Bedienstete hat, die es tun könnten. So ein Lob verdiene ich gar nicht. Klaus ist blond. Na, wer tut denn hier gleich so bescheiden? Nein, wirklich, ist schon gut. Was macht Cedric? Weiß er, dass du hier bist? Wohl eher nicht. In letzter Zeit sieht er es nicht mehr gern, wenn ich einfach das Schloss verlasse. Und warum, wenn man fragen darf? Er spricht häufiger davon, dass ich bald mal die Herrschaft übernehmen soll. Die Weltherrschaft. Aber ehrlich gesagt will ich das nicht. Was habe ich denn schon davon? Du solltest auch bedenken, dass du die Zukunft vieler anderer Menschen bist. Die Zeiten sind härter geworden, seit die König und die Königin damals so plötzlich verstorben sind. Ja, plötzlich. Deswegen glauben viele an dich. Ich kann verstehen, dass Cedric beginnt, Druck zu machen. Du bist ja auch kein Kind mehr. Ja, ich bin zufälligerweise auch noch da. Also ich... Papa, Papa, seid ihr endlich fertig? Ja, wenn das nicht meine kleine Prinzessin ist. Ja, ich bin eine Prinzessin, ich werde bald die Welt beherrschen. Das ist gar nicht wahr. Mama sagt, es gibt bald Abendbrot. Gut. Du, Papa? Ja, meine Kleine. Spielst du nachher mit mir? Tut mir leid, ich muss danach wieder arbeiten. Frag doch Brian, ob er mit dir spielt. Er spielt nicht mit mir. Er mag mich nicht. Er ist doof. Er fällt immer nur Bäume und sonst macht er überhaupt nichts. Kleine Schwestern sind auch doof. Spielst du mit mir, Gorda? Tut mir leid. Ich muss bald zurückgehen. Papierkram macht so viel mehr Spaß, als mit Kindern zu spielen. Die fragen sich wahrscheinlich schon, wo ich bin. Ein anderes Mal. Versprochen. Ich werde sie merken. Verdammt! Tu das. Ich sag Mama Bescheid, dass sie kommt. Das haben wir nicht gesagt. Also dann, würdet ihr mir noch schnell helfen, alles wegzuräumen? Ich dachte, wir sind fertig. Sind wir ja auch. Ich bitte euch nur noch schnell beim Aufräumen zu helfen. Das dauert sicher wieder genauso lange. Ach, wie lange kann es schon dauern, diese schweren Baumstämme wegzutragen? Höchstens 3 Tage. Ich habe ihnen gesagt, dass es Abendbrot gibt. Danke, Lucy, das war sehr lieb von dir. Ich möchte für Gorda noch ein paar Blumen pflücken gehen. Darüber würde er sich sicher freuen. Blumen kann man so viel anfangen. Man kann sie ansehen, dran riechen, sie irgendwo hinstellen und... Das war's eigentlich schon, ne? Aber bleib in der Nähe und komm bald wieder zurück. Ja, Mama. Ich hasse Kinder. Auch wenn sie noch überhaupt nichts getan hat. Außer ein Kind zu sein. Hier gab es doch letztes Mal irgendwo so viele Blumen. Aber süß ist sie. Da sind sie. Genau wie ein paar Meter vorher. Hey, was für schöne Blumen. Gorda wird sich bestimmt freuen. Nanu? Oh Gott, da kommt eine Wand aus Schatten und tötet uns alle. Da drüben gibt es ja noch mehr. Oh, ich dachte schon. Toll. Wie? Vorsicht, ein Baum. Lass dich nicht von ihm erschlagen. So viele. Vielleicht gibt es noch mehr. Pflück ihm lieber ein paar Schwäne. Knote ihre Hälse zusammen. Mama, wann gibt es denn jetzt Abendbrot? Wir wollten noch warten, bis Lucy zurückkommt. Doch sie scheint vor lauter Eifer wieder einmal die Zeit vergessen zu haben. Vielleicht ist sie auch bei Gorda. Ah, die machen schon wieder rum. Ich vermute Letzteres. Brian, könntest du mir nicht den Gefallen tun, nach Lucy gesehen? Nach Lucy sehen? Ach, Mutter, du und deine Sprachfehler. Ja, es tut mir leid. Ich sollte mal zum Arzt. Es wird bald dunkel. Na, wenn's sein muss. Danke, Brian. Das ist mein Name.
du erhältst neue Tipps. Hinweis: Für ein besseres Verständnis der Spielmechanik ist ein Blick in die Tutorien sehr zu empfehlen. Diese findest du unter dem Menüpunkt Hilfe. Und unter die Tipps, wenn du Hinweise brauchst oder nicht mehr weiter weißt. Okay, kein Ding. Können wir rennen? Wir können rennen. Wie in Velsarboa. Wupp. Hink nur ein bisschen hinterher. Aber schön. Also da kann ich ja mal sagen, eigene Grafiken, sprich eigene Chipsets, Facesets, Charsets. Wunderbar! Und es sieht gut aus. Wow! Jetzt bin ich baff. Animation. Sowohl für den Schrank als auch für Brian. Jetzt bin ich baff. Holz und Kochtöpfe. Das war so cool. Oh yeah, Holz und Kochtöpfe. Auch von der Seite? Tada, Holz und Kochtöpfe. Ich präsentiere euch Holz und Kochtöpfe. Geil. Hier leider nichts. Schade. Oh, da steht ein Cappuccino. Schön. Sehen wir uns mal weiter um. Oh, nix. Aber wir haben einen Erfahrungspunkt erhalten. Schön. Gefällt mir. Schauen wir uns weiter um. Ich bin gerade so ein bisschen baff. Nichts drin, was ich brauchen könnte. Schade. Eine seltene Puppe. Golda hat sie Lucy zu ihrem 7. Geburtstag geschenkt. Sie hat sie Chester genannt. Ich verstehe die Anspielung, ihr leider nicht. Und wenn ich mir die Puppe genau ansehe, ja, ich verstehe die Anspielung 100%ig. Sehr schön. Ein Tipp hat nichts mit mir zu tun. Da sind meine ganzen Klamotten drin und noch ein paar Schuhe. Ich brauche allerdings noch nichts zu wechseln. Noch nicht? Äpfel! Oh, nehmen wir uns ein paar Äpfel mit? Können wir uns Äpfel mitnehmen? Schade, leider nicht. Hinweis, Ausrüstung. Pack dir was zum Anziehen ein, bevor du das Haus verlässt. Ja, nichts. Auch nichts. Schade. Das ist dann wohl unser Zimmer oder so. Moment. Ah, wie schade. Und auf der anderen Seite? Auch nichts. Wahrscheinlich untersuchen wir auch den gesamten Schrank. Andernfalls wäre das viel zu umständlich. Das Absuchen meine ich. Mutter, wo muss ich hin? Bitte sieh mal nach Lucy. Hätte ja sein können, dass ein Easter Egg versteckt ist. Solche Spiele gibt es. Nix. Mau. Muss mich weiterbilden. Muss intelligenter werden. Haben wir denn jetzt ein Menü? Oh. Status, Spirit, Party? Yeah, Party! Hilfe, Status? Okay. Ja, schauen wir es ein wenig um. Tutorials, Anleitungen, Tipps. Ausführliche Erklärung. Gekürzte Erklärung zum Gameplay. Okay, hilfreich, Tipps zum Spiel. Na gut. Folge dem weißen Fuchs. Solltest du einmal nicht mehr weiter wissen, frage Piu Piu nach dem Weg. Ich kann lesen. Nur offene Bücher sind lesbar. Suche in jede nach nützlichen Informationen. Okay. Ich kann lernen. Bücherregale enthalten Bücher, die Erfahrungspunkte geben, aber nur, wenn Brian sie versteht. Ich bin so dumm. Wichtige Leute tragen immer auffällige oder große Hüte. Okay. Diebische Elster, Vasen und Truhen. Vasen und Truhen enthalten Nahrung und Getränke. Für Truhen gilt das nur, wenn sie innerhalb von Häusern stehen. Okay. Diebische Elster, Kommoden. Kommoden beinhalten typische Haushaltsgegenstände wie Tränke und diverse Klamotten. Diebische Elster, Schränke. In Schränken finden sich Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, Rüstungen oder nützliche Zusätze. Aber sei gewarnt, manch einer stopft da seine kleinen Geheimnisse rein. Und die wollen wir auch entdecken. Und kleine Vasen, Tassen, Becher und diverse Schüsseln sind beliebte Verstecke für die eigenen Ersparnisse. Sehr gut. Passive Fähigkeit Rennen. Wenn du die Enter-Taste gedrückt hältst, kannst du rennen. Und ansonsten haben wir alles. Das sind wirklich hilfreiche Tipps. Finde ich super. Und weiß nicht, Anleitung, Bewegen, Menü, Angriff. Benutzt von Skills gedrückt halten, Abwehr. Skill 1, 2, 3. Okay. Also relativ einfach. Moment, da ging es noch weiter. Bosskampfsystem, Tastenbelegung. Okay. Bewegen, Abwehr, Bewegen, Rechts. Also besitzen die Bosse ihr eigenes Kampfsystem.
gut, nicht nutzbar. Benutzen von Skills. Skill 1 und 3 können wir nutzen. Ja, Angriff gedrückt halten, Abwehr gedrückt halten. Also. Ja, okay. Das kann ich mir jetzt nicht alles auf einmal merken. Dieses System ist relativ neu. Das muss ich erstmal irgendwie ja, in mein Gehirn hineinregistrieren. Lucy meinte, du seist wieder einmal ein Gemeinziel gewesen. Stimmt das? Ich hab sie nur dreimal geschlagen, ey. So ein Blödsinn. Sie war es doch, die sagte, das große Brüderdorf sein. Und dann habe ich sie dreimal geschlagen. Wir sind Holzfäller. Wir verdienen unser Geld durch das Roden von Wäldern und das Holz den Handwerkern in der Stadt verkaufen. Ja. Viel verdienen wir dabei nicht gerade. Aber was will man schon tun, wenn man es sich nicht leisten kann, ein richtiges Handwerk zu erlernen? Dann zerstören wir halt die Natur. Wir roden alles. Grundlos. Oh, was ist das? Ein Grab? Ist der Hund gestorben? Nichts? Na, wahrscheinlich ist ein Eichhörnchen gestorben. Ich sehe dort eine Eichel. Oder der Hund? Wirklich der Hund? Schaut mal, hier. Die Hundehütte ist zugemauert. Oder sie haben den Hund in die Hundehütte eingemauert. Die Schweine! Hier schon wieder, überall tote Hunde. Das ist ja schrecklich. Die sehen uns zuerst überall um. Ich denke gar nicht dran, direkt der Mainquest zu folgen. Oh, jetzt mache ich mir erstmal köstlichen Pudding. Nee. Ah, ein offenes Buch. Monster verstecken sich nur in bestimmten Gebieten. Sie sind oft im hohen Gras anzutreffen. Je nach Gebiet verstecken sie sich aber auch in Schattenbüschen, seichtem Wasser oder anderes. Okay. Darf ich was lernen? Ich will was lernen. Bitte. Oh. Und hier? Miau. Warum nicht? Hallo? Such dir meinen Mann. Er ist in den Wald gegangen, um Holz zu hacken. Holz! Ich würde gern an deinen Schrank, ich würde dich gerne looten. Nichts, was ich brauchen könnte. Ja, du hast eigentlich auch nichts verloren. Nichts, was ich brauchen könnte. Oh. Oder wenn wir doch der Mainquest folgen? Puh, plötzlich ist es so hell geworden. Was ist hier nur los? Ah, diese Idylle. Oh. Piu, piu. Dass der Ausgang direkt vor mir liegt, sehe ich auch. Danke, blöder Fuchs, der mir noch in Zukunft sehr helfen wird. So ein Arschloch. Unsere Männer arbeiten wirklich sehr hart für unser Wohl und du stehst hier nur rum. Was würden wir nur ohne sie tun? Lesbisch werden? Überall mal oben. Also nicht unbedingt überall. Hallo? Früher war dieses Dorf ein Holzfällerlager. Die Umgebung bot schon damals genug Holz. Holz! Nichts Brauchbares. Habt ihr denn hier nichts Brauchbares gelagert? Ihr seid ja langweilig. Moment, ein Krug. Oh. Mir erst etwas in den Tipps versprechen und mir dann doch nichts geben. So unglaublich. Naja, außer im eigenen Heim. Ach, nichts. Gut. Ach, ich mag die Grafiken wirklich sehr. Aha. Alice im Wunderland. Und Alice folgte dem weißen Hasen, der sie durch das Wunderland führte, wo sie zahlreichen skurrilen Figuren begegnen sollte. In einem Abenteuer, welches sie sich so nie hätte vorstellen können. Ein weißer Hase, der einen durch ein Wunderland führt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war es allerdings kein Hase, sondern ein Fuchs. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen möchte. In dem Schrank hängt ein Schild und darauf steht etwas geschrieben. Narnia One Way. Verstehe ich nicht. Gut. Wenn ich groß bin, werde ich auch Holzfäller, wie mein Papa. Oder ich werde einfach eine Hausfrau, wie meine Mutti. Und dann sammle ich ganz viel Holz. Holz! Das war hundertprozentig so beabsichtigt. Eine Truhe. Diese Truhe gehört mir. Und in dieser Truhe befindet sich das Ultima-Schwert oder drei Bonbons. Ja. Meine Ansprüche sind halt ein bisschen höher. Erfahrungspunkte, wunderbar. Das Kinderzimmer hat mir sehr geholfen, fragt sich nur, was ich viel gelernt habe. Oh. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, folgen wir langsam mal der Mainquest. Oh, eine Axt. Wir brauchen doch eine Axt. Oder wir schubsen Bäume um. Nun gut.
gut. Moment, Status. Wir haben uns doch nicht hundertprozentig, also zu 100% durch das Menü gekickt. Wir sind ein Dorftrottel. Das kommt mir bislang nicht so vor. Items, Bonbons, Bonbons mit Himbeergeschmack. Oh, lecker. Halt 5 HP. Eine Unterhose haben wir hier auch. Die hier sieht noch sauber aus. Noch. Defense plus 3. Fähigkeiten haben wir keine. Und wir sollten uns vielleicht die Unterhose anziehen. Ansonsten schleift der Penis immer so zu... Okay. Stoffkleider, normale Klamotten aus Stoff. Endlich mal keine Stoffrüstung. So. Ich mag auch die Soundeffekte. Spirit. Aha. Springt 3 Felder zurück. 0 MP. Aha. Ach, cool. Dann setzen wir es auf 4. Aus intuitiver Sicht ist das so die Zurückspringrichtung. Ein Apfelbaum. Okay. Lucy! 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 Wurde sie von einem Dämonen entführt? Lucy! Lucy! Also entweder ist sie bei Dings oder sie ist noch Blumenpflücken. In der Sequenz sahen wir sie beim Blumenpflücken. Und ich sehe dort eine Truhe. An diese Truhe möchte ich. Weil Truhe und... Da liegt doch was auf dem Baum. Ist das ein Eichhörnchen oder ist das eine Teekanne? Dich kriege ich noch, elende Eichhörnchen-Teekanne. Dich kriege ich noch. Aha. Diese Pflanze sieht seltsam aus. Außerdem scheint sie um eine blaue Kugel zu sprießen, worauf ein Pentagramm abgebildet ist. Ganz normal. Okay, hier sind die Schwäne, aber ich sehe keine Lucy. Hier sind aber auch nicht die Blumen. Oder hat sie alle gepflückt? Doch, das war hier. Wir sollten besser dem weißen Fuchs folgen. Der weiße Fuchs hat immer recht. Der weiße Fuchs! Na, komm schon. Lauf, Brian! Lauf! Lauf wie der Wind! In die falsche Richtung! Bislang ein sehr gemütliches Spiel. Na? Okay, dann fragen wir mal das weiße Huhn. Piu, piu. Oder müssen wir etwa doch raus? Nun ja, also dieser, wie auch immer er heißt, wird ja nicht gerade im Dorf leben. Dann rennen wir doch raus. Ein Schritt mehr am Tage vertreibt Krankheiten und Dings. Ich glaube langsam, das sind einfach nur Vögel, die dort auf den Bäumen sitzen. Es sieht aber aus wie eine Teekanne. Ich kann mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen! Ach, wo sind wir denn hier? Hallo. Hast du schon mal versucht, die Hühner zu fangen? Das macht richtig Spaß. Oh ja. Und wenn ich das öfter versuche, werde ich von einem Rudel Hühner angegriffen. Hühner? Rudel? Boah, wie nennt man das bei Hühnern? Eine Bagage Hühner. Gut, ja. Fuchs. Wir folgen erstmal dem Fuchs. Oh, hohes Gras. Ich werde mein erstes Pokémon fangen. Oh, ein Schild. Sprich zu mir, Schild. Sprich. Oh Gott, sie haben ihm die Zunge rausgeschnitten. Ich sehe noch immer keinen Fuchs. Was ist hier nur los? Das sieht einladend aus. Hier könnten wir eventuell richtig sein. So eine kleine Villa. Es ist Alex! Hätte ich früher gewusst, was für Folgen mein Leben als Abenteurer hat, dann wäre ich gleich zu Hause geblieben. Ständig begegne ich irgendwelchen Leuten, die behaupten, ich wäre irgendein Auserwählter, der die Welt retten soll. Auf meinem Weg hierher sind mir auch wieder solche Gestalten begegnet, die das behauptet haben.
Ja, Alex.